So, da sind wir drin in der Kiste. Schönen guten Tag. Von Salzburg geht's nach Rotterdam. Was wir auf dem LKW haben, habe ich glatt vergessen. Natürlich bin ich wieder etwas zu spät. Es ist wieder nicht der Samstag geworden. Aber was willst du machen? Das ist halt immer so eine Sache mit der Zeit, die man da so verbraucht. Aber naja, egal. Ich bin da und wir steigen ein. So, wir sind zurück. Ein Caterpillar haben wir. Das hat er mir gerade eben angezeigt, als wir in die Kiste eingestiegen sind. 9-Tonnen-Gerät nach Rotterdam. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir das auf die Reihe kriegen. Wintermod habe ich im Übrigen drin gelassen. Warum habe ich die drin gelassen? Ganz einfach, weil es tatsächlich auch im realen Leben geschneit hat. Zumindest bei uns. Wenn ich draußen aus dem Fenster gucke, ist es weiß. Und wenn ich mir die hier so angucke, bleibt zumindest schon mal einer stehen. Das ist schon mal gut. Bleibst du auch stehen? Sehr gut. Natürlich nicht, Drecksack. Yeah. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir heitere Themen ansprechen können im Let's Play vom Euro Truck Simulator 2. Was ich aber feststellen muss, ist A, dass der Sound ein bisschen zu laut ist. Und was ich feststellen muss, es passiert schon wieder viel zu viel Scheiße auf dieser Welt. Sind unsere Frontmontierungen an? Ja. Alter Falter, was rutsche ich hier in der Weltgeschichte rum? Slightly. Ja, es passiert viel zu viel Scheiße in der Welt. Wobei, eine lustige Sache gab es ja dann doch. Und zwar, aus meiner Sicht ein kleiner YouTube-Hit. Solltest du dir mal angucken. Die Oma, eine 90-Jährige oder was, geht nochmal richtig steil auf YouTube. Finde ich richtig gut. Oma rappt dich ins Koma. Das ist eine rappende Oma. Natürlich reißt sich das jetzt nicht vom Hocker. Also es ist jetzt nicht so, als würde die eine Mörder-Mega-Super-Performance hinlegen. Aber hey, ich finde das gut, dass eine Oma in diesem Alter tatsächlich nochmal die Bude rockt. Das finde ich nicht schlecht. Weil die Skills flashen und so, weißt du? Kannst du bitte mal irgendwie... Danke. Komm ich da rum? Kommst du durch? Der Arzt sagt ja. Ja, die rappende Oma, die finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir das Video vorhin mal angeguckt. Ist ganz hübsch gemacht. Also, hat schon ein bisschen Style. Also, kann man schon mit arbeiten. Alter, ich sehe keine Markierung und nix. Wir sind hier im Blindflug unterwegs. Das ist nicht mehr normal. Jetzt haben wir wenigstens zumindest so einen halben Leitfaden hier. So, erstmal hier drauf gefriemelt. Und bitte nicht mit 70 km/h da reinfahren, das bringt nichts. Alter. Maximal 40, ja. Mehr geht auch nicht. So. Ja, Oma rappt dich ins Koma, finde ich persönlich nicht verkehrt. Hätte ich eigentlich selber drauf kommen können. Mich wundert es allerdings, dass der Klavinova da seine Finger nicht im Spiel hatte. Also, wenn der dann noch seine Finger musikalisch ins Spiel getan hätte, dann wäre das Ding garantiert ein richtiger Knaller geworden. Ich meine, ist ja so schon nicht schlecht, hat auch durchaus Wachstumspotenzial. Aber man kann die Oma jetzt auch nicht auf weltweite Tournee schicken. Das geht auch nicht. Und ich weiß ja auch nicht, wo sie herkommt. Am Ende kommt sie aus München oder so. Aber ich glaube sogar, das ist Bayern, wo die herkommt. Denn das hat man irgendwie... Wie, Antenne Bayern, glaube ich, hat die Oma ganz groß rausgebracht. Und der Klavinova sitzt ja in Berlin. Das kannst ja von der 90-Jährigen nicht erwarten, dass sie nach Berlin kullert, ne? Ich könnte ja mal einen Aufruf starten, ob der Klavinova ins...
sich in den Flieger setzt oder was, nochmal eben von Berlin nach München fliegt. Kann das sein, dass wir vielleicht ein bisschen zu schnell sind? Wir sollten mal bremsen, ha? Ja, genau. Bremst du vor mir auch noch, während ich mich an dich ranrollen lasse? Müssen wir hier runter? Nee, müssen wir nicht. Ja, und dann liest man halt auch noch so andere Schocks von irgendwelchen Freaks. Als blöde Nachricht wäre da zum Beispiel zu erwähnen, da ist einer ins Koma gehauen worden, weil er einem Vater und seinem Sohn helfen wollte. Da ist er dann, ja, mit einem Poller und Zaunpfählen und sowas ins Koma geprügelt worden. Den Täter haben sie mittlerweile gefasst. Dennoch fragt man sich, wie krank die Welt ist. Ja, da zeigst du Zivilcourage und kriegst nur noch auf die Fresse. Ja. Nächstes Thema ist dann, dass man in... Wo war's? Das war in Berlin. In Köpenick. Berlin-Köpenick, genau. In einem Stadtpark in Berlin-Köpenick hat man eine Frauenleiche gefunden. Angezündet. Ja? Das heißt, die ist bei lebendigem Leibe wurde die verbrannt. Vorher hat man ihr noch zweimal in den Bauch gestochen. Leute, ich frage mich ernsthaft, wie krank ist diese Welt? Ja, also ich kann mir mittlerweile echt nicht mehr... Ich kann da keine Worte für finden. Das ist so krank. Ja, um das ungeborene Kind zu töten, haben die so eine Welle gemacht. Das waren wohl zwei, ja, haben einer 19-jährigen Schwangeren aufgelauert, hochschwanger wohlgemerkt, ja, zweimal in den Bauch gestochen, dann haben sie mit Benzin übergossen und angezündet. Und da hört's echt auf. Also, mich würde deine Meinung dazu in den Comments mal interessieren, aber ich denke wohl, dass wir da ziemlich einhergehen mit unserer Meinung. Weil das darf einfach nicht sein. Das... Naja. So viel kranke Scheiße passiert auf der Welt. Ja. Aber das ist schon ziemlich schwerer Tobak. Das ist wirklich schon ziemlich harter Tobak. Das darf man eigentlich gar nicht veröffentlichen, sowas so kräftig, so hart wie es ist. Und eigentlich muss es wieder veröffentlichen, um die Welt zu sensibilisieren. Um den Leuten klarzumachen, dass man da verdammt nochmal die Augen aufhalten muss. Aber dann zeigst du Zivilcourage und dann kommt einer mit dem Eisenpoller und haut dir das Ding um den Kopf. Liegst du selber im Koma. Was machst du in so einer Situation? Weißt du, du bist ja dann selber in der Zwickmühle. Ja? Greifst du nicht ein, um dein eigenes Leben oder deinen eigenen Körper zu schützen oder deine eigene Gesundheit? Oder greifst du ein... Und kriegst du auf selber noch auf die Ohren. Dafür hast du aber vielleicht jemandem anders das Leben gerettet. Ja. Man muss halt überlegen, ob man den Helden machen kann oder nicht. Wenn ich weiß, okay, das ist zu packen, die sind, das ist überwindbar. Oder machbar überhaupt, solche Leute auszuschalten. Dann würde ich da wahrscheinlich auch Zivilcourage zeigen. Das Problem ist halt, da kann er noch so schmächtig aussehen. Wenn er eine 45er zieht, bist du genauso am Arsch. Apropos 45er, hast du gesehen vorhin in dem Videovorschlag? Ich slide. Im Videovorschlag war der MS-74 und meine Wenigkeit mit DayZ unterwegs. Wir haben ein kleines Angezockt aufgenommen. Kannst ja mal reingucken, wenn du Bock drauf hast. Da siehst du dann auch den Überlebenskampf. Ja. Ich werde jetzt hier nicht großartig spoilern, außer dass es doch recht interessant wird. Ja. Angezockt, ungefähr eine Stunde lang. Bisschen mehr. Ein bisschen mehr wie eine Stunde, ja. Also eine schöne, dicke, fette DayZ-Dosis. Kannst ja in die Comments schreiben, ob wir das weiterführen sollen oder nicht. Aber selbst wenn wir es weiterführen sollten, und Emmis, du bist von der Kommentarsektion dann einfach mal ausgeschlossen, weil ich weiß, dass du eh weiterzocken willst. aber selbst wenn wir es dann weiterzocken werden, wird es kein täglich erscheinendes Let's Play davon geben, weil das einfach zeitlich nicht drin ist. Ja, also es ist zeitlich einfach nicht möglich. Hier ist irgendwo eine Radarfalle. Wobei ich es schon interessant fand, mit dem Kollegen da mal über die Map zu flitzen.
Und wenn mir einer von euch sagen kann, wie man einen eigenen Standalone-Server aufstellt von DayZ, haust doch mal in die Comments oder schreib mich mal via Skype bzw. Twitter an. Ja, Twitter ist vielleicht die bessere Lösung, das sehe ich öfter. Ja, schreib mich am besten mal via Twitter an, wenn du weißt, wie man einen eigenen DayZ-Server standalone aufstellt, ohne dass man sich einen Server mietet. Also ich wüsste gern, wo man die Server-Files herkriegt von dem Game. Weil ich hätte schon ganz gern mal so die eigene Map oder die Map an sich einfach mal gern erkundet. Ja. Ja, das wäre mal so mein Anliegen. Also wenn du das weißt, wo man die Server-Files dafür herkriegt und wie man den Server oder ob man einen Server aufstellen kann oder wie auch immer. Ich meine, dass man einen Server aufstellen kann, ist ja nun klar. Was machst du denn da vor mir? Dass man einen Server aufstellen kann, ist klar, weil sonst gäbe es ja keine anderen Server. Nur weiß ich eben nicht, ob das gesponserte Server sind, ob das gemietete Server sind. In der Regel sind es gemietete Server, wenn man sich die Pingzeiten so anguckt. Aber es ist eben auch so, dass da private Server drunter sind. Und ich wüsste eben gern, wie das gemacht wird. Ja, ob man da einen Server für anmieten muss, aber selbst dann hätte man ja die Möglichkeit, dann trotzdem an die Server-Files zu kommen, indem man sich den Spaß einfach kopiert. Oder aber, ob es Server-Files gibt, die es einem ermöglichen, einen eigenen lokalen, naja, sagen wir, Dedicated-Server aufzustellen. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Da kullern wir jetzt erstmal ganz langsam runter. Ja, es ist wohl möglich, DayZ mit der Arma-Mod und einem Server aufzustellen. Das Problem ist an der Arma-Mod, wenn du da einen Server hast und du hast das Game gemoddet, dann kannst du es halt nicht mehr auf Standalone-Servern zocken. Dann bist du auf Arma gezwungen und das ist dann wieder doof. Also wäre es schon nicht schlecht, wenn wir mal irgendwie an einen Standalone-Server rankommen könnten. Einfach nur erstmal, um die Map kennenzulernen, um die Möglichkeiten des Lootings kennenzulernen, damit du dich nicht jedes Mal vor irgendwelchen Gamern verstecken musst, die dir dann irgendwie, ja, grinsend eine Knarre an den Kopf halten und einfach mal abdrücken. Oder wie der MS das so schön gemacht hat, bei einem anderen Kollegen ganz einfach mal kurz die Axt durch den Schädel jagt, weil er wohl einen Zombie umhauen wollte und der Kollege lief ihm dann mitten in die parkende Klinge. Zack, da war der Kopf weg und naja, man nannte ihn MS den Schädelspalter. Womit wir wieder beim Thema wären von dem jungen Mann, den sie ins Koma gehauen haben mit einem Eisenpoller. Ja, hatte auch was von Schädelspaltern, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat und warum das so ist. Da schaue ich mir doch dann lieber die Oma an, die mich ins Koma rappt, anstatt dass mich einer ins Koma haut. Naja, halten wir den Bus mal eine Weile vor uns hier. Das ist vielleicht doch die bessere Wahl. Schön durch die Schneelandschaften. Ja, bremst doch. Ach, machst du schon. Ist ja noch ein Bus. So. So, jetzt gibt es langsam aber sicher wieder Geschwindigkeit. 125 km/h mit 9 Tonnen Caterpillar Raupenbagger oder was auch immer das ist am Hintern. Ich muss echt aufpassen. Jedes Mal, wenn das hier eine Kurve gibt,
Da kriege ich jedes Mal Schiss, dass wir auf der Autobahn rumsliden wie die Weltmeister. Drifting at its best in der virtuellen Form. Niedriger Tankfüllstand. Ups. Ich glaube, ich sollte langsam mal tanken. Reicht noch für 269 Kilometer. Die nächste Tanke ist wahrscheinlich in 270 Kilometern Entfernung. Wir haben schon lange nicht mehr getankt, das stimmt schon. Aber mal gucken, ob da irgendwo eine Tanke eingezeichnet ist. Nein, es ist keine Tanke eingezeichnet. Ups, das ist natürlich doof jetzt. Da müssen wir wohl ein bisschen untertourig fahren, ne? Vielleicht auch ein bisschen Sprit sparen, da müssen wir mal gucken. Wir haben vergessen zu tanken. Alter, das kann da wohl nicht wahr sein. Okay, gucken wir mal auf die Map. Ob wir da nicht wirklich... Ist da wirklich keine Tanke in der Nähe? Tatsache. Hier ist nix in der Nähe. Wir sind an einer vorbeigefahren und danach ist hier Totenstille. Da ist eine. Und die ist garantiert auf der falschen Seite, oder? Nee, die ist auf der richtigen Seite. Okay, fahren wir da hin. Und dann tanken wir erstmal die Kiste, glaube ich. Gut, beschleunigen brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir eh runter müssen. Aber alter Falter, da mache ich mir jetzt schon ein bisschen Gedanken drüber. Wieso haben wir denn das Tanken vergessen? Haben wir das absichtlich vergessen? Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir hier nichts vergessen. Aber das kriegen wir noch hin. Für ungefähr 240 Kilometer, so weit ist es nicht mehr weg. Zumindest ist die Tanke nicht ganz so weit weg. Aber tanken sollten wir jetzt trotzdem. Also... Ich kann das nicht leiden, wenn die Karre vollkommen leer ist. Weil dann müssten wir uns nämlich abschleppen lassen. Kommen wir hier raus? Wir versuchen mal hier dran vorbeizuziehen. So. Ich habe jetzt nicht geblinkt und nix, aber weißt du, ganz ehrlich, gibt es so Situationen, da möchte ich nicht blinken. So, 50 und Überholverbot, das ist schon mal gut, dass der jetzt hinter uns ist. Sonst wären wir da jetzt ewig hinterhergeschlichen. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, auf den Zeitometer, werden wir wohl an dieser Tanke dann auch wieder die Folge soweit erstmal pausieren, bis wir dann in der nächsten Woche da weiterfahren werden in Richtung Rotterdam, glaube ich, war es. War das Rotterdam? Es war Rotterdam. Ich war immer der Meinung Salzburg, aber wir sind ja in Salzburg gestartet. So, jetzt fallen wir unter die 200 Kilometer Marke, was der Sprit noch reicht. Wir werden wahrscheinlich vollkommen tankleer an dieser Tanke ankommen und wenn wir Pech haben, ist die Karre dann auch leer. Also so richtig leer. Und vielleicht sogar bevor wir da auftauchen können. Also bevor wir tanken können. Gut, je weniger Gas wir geben, wie ich das gerade sehe, desto weniger Sprit braucht die Karre. Also diese Simulation funktioniert.
Das ist gut so, dann kann man sich nämlich ein bisschen rollen lassen. Wenn es hier so ein bisschen abschüssig ist. Kullern wir jetzt mal zur Tanke und versuchen uns irgendwie hier runterrollen zu lassen. Hatten wir in diesem Let's Play schon mal einen leeren Tank? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht genau. Alter, ist das knapp auf der Straße. Mein lieber Schwan, der zieht da an mir vorbei. Haben wir den Schaden an der Ladung? Durch den Slide vorhin? Nein. So, 189, 188 Kilometer. Wir bleiben mal im grünen Bereich hier, im grünen Drehbereich und hoffen, dass dann einfach noch eine Weile Bergabstrecke kommt. Und lassen uns einfach rollen, so gut wir können. Fupp. Wir sind auf einer Hauptstraße. Scheint es, ja. Wehe, wenn du rausfährst, du Drecksack. Wie sieht's denn aus? Wo ist die Tanke? Die ist noch weit weg. Ich mache mir ernsthaft Gedanken um unseren Tankstand, alter Falter. Haben wir echt vergessen zu tanken? Das ist ja nicht mehr normal. Ich fahre auch noch mutterseelenruhig daran vorbei, weißt du? Müssen wir hier anhalten oder können wir durchrollen? Weil anfahren kostet Sprit. Wir können durchfahren. Und wir fahren da jetzt auch durch. Ich hoffe jetzt ernsthaft, dass wir hier bald die Tanke sehen. Weil das ist echt problematisch. Wenn es jetzt unter 100 Kilometer fällt, dann wird es echt eng. Weil wenn wir uns abschleppen lassen müssen, dann ist das blöd. Der bringt uns ja zum Service und nicht zu einer Tanke. Und das wäre dann mit Abstand die teuerste Tankfüllung im gesamten Let's Play. 150 Kilometer haben wir noch. Also Reichweite. Jetzt wird mir das erste Mal mulmig. Na toll. Ist echt noch nicht zu sehen. Das ist nicht gut. Und in Mannheim selber gibt es auch keine Tanke, die gibt es nur außerhalb. Komme ich hier raus? Das geht. Ja, also das wird jetzt tatsächlich sehr, sehr knapp. Die nächste Tankmöglichkeit ist echt kurz vor Köln. Also wir sind jetzt hier mitten in der Pampa und uns geht der Sprit aus. 130 Kilometer. Dann ist Schicht im Schacht. Wir werden uns wohl rollen lassen müssen. Dann können wir allerdings eine Strafe kassieren, weil wir ohne Licht fahren. Weil wenn das so ist, dass wir hier ein Problem kriegen, dann mache ich die Kiste aus. Verstehst du? So, rollen wir mal extrem untertourig runter. Wir sliden. Es ist echt schon heftig. Da ist die Tanke eingezeichnet. Oh Gott, die Tanke. Okay, die dürften wir also tatsächlich noch erreichen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. So, wir fahren ganz bewusst untertourig. Weil ich will jetzt hier echt nicht so viel Sprit rausballern.
Alter Falter. Das ist ja unfassbar. Wie konnte ich nur vergessen zu tanken? Das nenne ich mal ein Fail, wie er im Buche steht, was den Sprit betrifft. Es ist natürlich klar, dass ich nach Möglichkeit immer versuche, nicht zu failen. Und es ist natürlich auch klar, dass ein gewisser, ganz gewisser Zuschauer und Let's Play-Partner es sehr mag, wenn ich faile. Aber auch diesmal tun wir ihm den Gefallen nicht. Und werden nach Möglichkeit diese Scheißtanke erreichen, bevor der letzte Tropf im Tank endgültig verbrannt ist zwischen den Kolben des Motors. Und bevor die Kiste dann sagt, bäh. Ich habe es noch nicht geschafft bisher, einen LKW im Eurotruck-Simulator so leer zu fahren, dass er tatsächlich ausgeht. Aber ganz ehrlich, ich möchte das auch nicht. Wir sind auf unter 100 Kilometer gefallen. Und da vorne ist das Schild. Oh, ich freue mich. Natürlich kommt noch ein Bahnübergang. Sollen wir mal gucken, ob wir den erreichen. Ist der zu? Ja, der geht geradezu. Coole Sache. Jetzt siehst du halt noch, wie so eine Bahn hier an uns vorbeifährt. So, jetzt ist die Frage, von wo kommt er? Von da kommt er. Guck an, hier. Ist er nicht toll? Da haben wir einen Güterzug. Cargo Rail. Sieht schon schnieke aus. Kannst du sagen, was du willst. Ist schon sehr niedlich. Okay. Dann wollen wir jetzt mal starten. Und da ist die Tanke. Ja, da hat sich der Schiss schon gelohnt hier. Unter 100 Kilometer Reichweite. Jetzt nur noch 94 Kilometer. Wir schleppen uns also wirklich schon mit Reserve hier rum. Aber die Karre mal voll machen. Das wird jetzt natürlich scheiße teuer, weil ich habe gerade gesehen, dass wir hier in einem sehr teuren Land unterwegs sind. Wenn du nämlich mal nach hinten guckst. Ja, der Diesel 1,46. Angezeigt wird es natürlich auch im Navi, aber trotzdem. Also ist schon blöd. Naja, egal. Vollgemacht werden muss er ja trotzdem. Das geht jetzt natürlich richtig in die Kohle, weil wir die Kiste ja wirklich voll tanken müssen. Denn wir werden ihn ja auch wieder leer fahren. Wir werden definitiv 1000 Euro, ja, sind wir auf jeden Fall drüber, 1107 Euro für Sprit im Tank, weißt du? Naja. So, stellen wir uns mal hier hin, gucken wir mal, ob er uns lässt. Ja, er lässt uns. Dann stellen wir uns hier hin, schlafen mal eine kurze Runde. Es fängt wieder an zu regnen. Eisregen. Gut, dann fahren wir die nächste Runde im Eisregen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jawohl, mach mal Krach. Wenn es dir gefallen hat, lässt du ein Like oder ein Abo da. Und wenn nicht, behältst du es für dich oder du verschenkst es an jemanden anders. Ja, ein Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Ich würde mich freuen über eine positive Bewertung. Und wenn du negativ bewertest, dann sei so fair und verrat mir, warum du negativ bewertest. Nur so komme ich darauf klar, was du feierst und was nicht. Und ich lerne das etwas schneller. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüssikowski. Bis, zum nächsten Wochenende. Die Frage ist halt, ob Samstag oder Sonntag. Das entscheidet sich dann je nach Zeit. Ich bin raus. Du wahrscheinlich dann auch. Bis dahin.